Hallo zusammen, heute zeige ich euch für die Tagesaufgabe oder wenn ihr sonst Bock zum Angeln habt, wo es unter anderem den Forellenbarsch gibt. Den gibt es an recht vielen Stellen. Ich zeige euch hier heute drei, die ich dafür ganz gut geeignet finde. Fangen könnt ihr ihn dann jeweils mit dem Fluss oder dem Seeköder, je nachdem, ob ihr an einem Fluss oder an einem See seid. So, zum einen ist das hier ein bisschen südlich von Amadillo am San Luis River. Ja, auch hier gibt es dann an dem Fluss mehrere Stellen. Hier kann man aber ganz gut runter zum Fluss. Also, da ist praktisch so eine Schneise. Von daher passt das ganz gut. Die nächste Stelle ist dann am Flat Iron Lake. Hier zwischen diesen drei Inseln, zwischen den kleinen drei, links von Braithwaite Minor. Auch da bekommt man die Forellen ganz gut. Wie man sieht, hier wimmelt es im Wasser richtig von den Viechern. Hier könnt ihr dann noch ganz kurz sehen, wie ich das Brachstück aus dem Wasser hole. Ja, damit ihr auch seht, dass es tatsächlich ein Forellenbarsch ist, den wir hier rausgezubbelt haben. Und zu guter Letzt dann noch die Stelle an dem kleinen See Aurora Basin, der da ganz links in der Ecke ist. Gibt übrigens auch reichlich Grizzlies da, lohnt sich also unter Umständen doppelt. Auch hier bekommt man den Fisch. Ja, ich hoffe, das hilft euch soweit weiter. Es gibt noch wesentlich mehr Stellen. Aber es wäre echt ein Riesenaufwand, euch die alle zu zeigen. Ich denke, die drei sind ganz gut verteilt über die Karte, sodass man immer eine gute Möglichkeit hat, sich die Forellen irgendwo zu schnappen. Ja, das war's dann hier auch schon. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Tagesaufgabe und beim Fangen der Fische. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.